So, willkommen wieder bei einer weiteren Folge Let's Play die Reeperbahn-Simulation. Wir stagnieren etwas. Zwar haben wir es hingekriegt jetzt, dass wir eigentlich am Tag gut verdienen. Und auch, wenn ich das mal sehe, eigentlich oft im... Oh, neue Filme sind da, das machen wir jetzt direkt. Immer im Plus enden. Hier können wir direkt mal auf luxuriös machen. Dann können wir das hier vertreten. Was ich mal testen möchte ist, wir können ja mal, wenn wir das hier auch schon auf luxuriös haben, können wir das ja auch mal auf zack 205 D-Mark setzen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Das wäre ja der Hammer, wenn das so der Fall wäre. Wenn wir mit der Kabine hier mehr verdienen könnten. Ich wollte sagen, wir müssen irgendwie hinkriegen, dass wir Gewinn machen wir sowieso zurzeit, aber dass wir diesen Gewinn auch genügend davon zurücklegen, um das hier alles sauber zu halten und dann noch ein bisschen was über ist, damit wir investieren können, damit wir nämlich am Ende halt wachsen. 6 Uhr, wir gehen zu den Landungsbrücken. 10 Minuten, und zwar jetzt. Bumm. Guck mal, was der Kapitän sagt, ja, heute ist nicht so viel los. Deshalb nehmen wir nur mal 100 Euro rein. Und dann habe ich mir gedacht, Event habe ich ja gesagt. Komm, wir machen hier ein Event in der Lounge. Und zwar machen wir heute mal die Pokernacht, geben ein bisschen Geld noch mehr für Presse aus. So, 580. Das heißt, wir haben heute ordentlich investiert. Und ich hoffe, wir werden davon profitieren. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn das so wäre. Kann man schon jetzt so sehen, dass die Besucher heute in der Vielzahl erwartet werden? Immer, das sieht gar nicht, ne? Bester Tag war wohl gestern mit 54 und ich hoffe, heute kommen etwas mehr als 24. Das wäre ja eine Enttäuschung. Showkabinen liefen gestern auch gut. Videokabinen könnten wir heute den doppelten Umsatz hinkriegen. Das wäre sehr wichtig. Also das war wirklich dieses Anheben bei der einen Videokabine. Specials wäre toll, wenn wir diese 600 erreichen. Uhr. Man hat noch nicht das Gefühl, dass es hier richtig voll ist. Wir haben investiert und lassen jetzt die Leute mal ran. Ich werde, glaube ich, am nächsten Tag, also um Punkt 12 Uhr, mal in dieser Folge testen, was passiert, wenn wir das Ganze mal um eine D-Mark anheben, hier die Preise von den Läden, ob uns das irgendwas bringt oder ob das die Leute ziemlich abschreckt. Aber eigentlich finde ich das zu viel, weil wir haben keine gute Bühne, wir haben keine gute Lichtershow, also warum sollten die so viel zahlen dafür? Da bin ich mir unsicher. Wir haben 18 Uhr. Mal gucken. Oh, wir hatten schon 7 Kunden hier in der VIP-Lounge. Hier oben in der Showkabine, da haben wir heute ordentlich Umsatz gemacht. Also, Showkabine, Videokabine. Da könnten wir echt drüber nachdenken, nicht noch eine zu holen. Aber die müssen wir natürlich dann auch pflegen, ja. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Die Filmmieten würden dann auch das Doppelte schon sein. Das ist so eine Sache. Die Filmmieten für die Kabine sind hier auf 126 und die sollten wir hier raus haben und haben wir heute raus. Also das ist Pflichtaufgabe auf jeden Fall. Wie gesagt, gleich kommt der eine Test, 24 Stunden lang alles auf 5 D-Mark. Mal gucken, ob was das bringt. Ich halte mich hier schon mal bereit. Och, ich fange jetzt schon an. Dann sind wir um 12 Uhr, noch nicht mal um 12 fertig. Dass man dann hier nicht so einen Knopf hat, um das für alle zu machen. Also, was ich gelernt habe,
so viel hat das Special hier nichts gebracht, also dieses, was wir da organisiert haben. Wir gucken mal kurz nach. Besucherstatistik ist heute noch relativ hoch. Wir gucken um 6 Uhr wieder, dass wir irgendwelche Leute anheuern. Die Bewertungsstatistik ging sogar ein bisschen runter, warum auch immer. Ach ja, weil wir die Preise erhöht haben. Videokabine war top, wird aber jetzt gerade irgendwie weniger. Von den Showkabinen meine ich. Videokabine hier bleibt hoch. Doppelte von eben, das ist echt top. Toll. Special ist gerade noch im Himmel. Hatten wir da gestern aber doch mit unseren 643 Euro, ja, D-Mark, war das doch ganz in Ordnung gewesen. So, ich bin gespannt, ob sich diese 5 D-Mark hier auszeichnen oder nicht am Ende. Ich würde gern wieder in die Region 10.000 mal kommen, dann könnte man über eine Kabine nachdenken. Eine weitere. Wenn man das Ganze hier peu à peu, das kostet ja auch alles. Wir gehen zu den Landungsbrücken. Wir sind auch schon wieder bald 7.000, ist ja toll. Wasser, auch heute ist ein toller Tag. Da investiere ich die 250. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Also 250 für den Lockvogel. Da ist unser grob über den Daumen gepeilt, kann man jetzt sagen. Was haben wir hier? 500, 550. 770. Ja, gute 900 haben wir an Ausgaben für den heutigen Tag. Die müssen wir einnehmen. Wir haben 8 Uhr morgens und wir haben schon allein vor den Specials her. Ist ja Wahnsinn. Wir sind ja bei 800, fast 900, die wir schon am Morgen eingenommen haben. Das ist ja also ein traumhafter Tag, kann man ja schon sagen. Warum haben wir denn bei den Specials so viel? Weil wir 9 Kunden hatten, die in die VIP-Lounge gegangen sind. 10 schon. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja für unsere Verhältnisse absolut top. Und deshalb stehen wir jetzt hier bei 6.900. Was auf jeden Fall super ist. 7.000. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig vom Angucken her, weil ich glaube, als ich die ersten 6 Folgen aufgenommen habe, war es viel interessanter, weil ich ganz viel gemacht habe während der Folge. Das mache ich hier ganz bewusst nicht, weil ich habe zu viel gemacht. Und dadurch sind wir dann ganz stark gesunken. Uhr. Wir könnten mehr Leute haben, habe ich das Gefühl. Hier haben wir schon 12 Kunden gehabt. Das ist ja Wahnsinn. Also so ein Tag. Also die Investition von der VIP-Launch hat sich meiner Meinung nach immer mehr und mehr bezahlt gemacht. Das sind hier die Specials. Die sind heute auf einem besten Niveau. 715. Also so gut waren wir noch nie. Videokabine könnte runterrutschen heute. Showkabine sieht ziemlich gleich aus, also das hat scheinbar nicht so den Knick gebracht bisher. Dann ist das in Ordnung, wenn wir da aber runterrutschen würden, müssen wir sofort wieder günstiger machen. Stattdessen können wir das auf jeden Fall erstmal so laufen lassen. Unsere zwei Mädels tanzen. Da wollte ich auch noch was investieren, aber ich bin erst dafür, noch eine weitere Videokabine zu machen. Und die baue ich dann immer direkt hier unten hin. Wenn wir an verschiedenen Punkten welche haben. Komm, da kann dann noch einer reingehen. Ja, noch ein 13.650, das ist ja Wahnsinn. Und trotzdem ist der Laden nicht super voll heute. Aber wir sind bei 7.400. Das ist ja. Das ist ein schöner Tag. Showkabinenumsatz kann besser sein. Auf jeden Fall gehen wir mit was. Mit Plus hier raus. Und weil wir mit dem Plus rausgehen, lasse ich das jetzt erstmal mit den 5 D-Mark da. Kurzer Blick auf die Showkabinen. Also, das war ja eigentlich vom Umsatz her fast wie am Vortag. Deshalb können wir es so lassen. Die Videokabinen, die rutschen etwas runter. Wir sind etwas runtergerutscht. Warum auch immer.
Umsätze von den Specials sind dafür am gestrigen Tag in die Höhe geschossen. 911 D-Mark. Das ist super. Was ich aber mal zwischendurch machen könnte, wäre mal 50 Euro hier, 500 in unsere Sinbelwohner zu investieren. Dann haben wir praktisch noch ein Topmodel mehr hier, mit einer zieh noch einen Stern mehr hier. So, lassen wir mal ein paar Fotos machen. Dann haben wir zwei, drei Sterne-Schnittchen bei uns. Dann gucken wir uns die Fotos an. Das wird wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Leute auf jeden Fall gerne zugucken. Oder noch lieber zugucken. Ja, Davidstraße. Gehen wir zur Davidstraße, 6 Uhr morgens. Und gucken, was sagt der Kapitän. Och, ist heute wieder so ein super Tag. Da muss ich direkt investieren. 250. Und wir hoffen, dass einfach viele Leute kommen. Hier haben wir noch um 8 Uhr morgens keine Einnahmen. Das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise rennen die uns ja schon. Ich habe schon Tage gehabt, da waren wir hier 300 stehen gehabt um 8 Uhr morgens. Ja, das vielleicht das nächste Mädel auch nochmal hochpimpen. Noch ein Sternchen mehr. Vielleicht kommt das auch ziemlich gut an bei den Männern. Dann sind sie noch eher gewillt, hier reinzugehen. Ich guck mal hier nach, wie das mit unseren Statistiken aussieht. Das ist jetzt hier der Umsatz der Specials. Ja, der ist zurzeit wieder sehr gering eingeschätzt. Die Automaten sind auch nicht immer so der Hit, ne? Videokabine sieht schon besser aus heute. Showkabine könnte super werden. Insgesamt geht unsere Bewertung ein bisschen höher. Obwohl wir heute weniger Besucher erstmal haben. Gut. Die übliche Folgenzeit ist um. Und deshalb beende ich die Folge und wir sehen uns dann direkt in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.